Der Countdown läuft. Am Samstag verwandelt sich Dresdens Fußballtempel in das derzeit größte Eisstadion Europas. Rund 30.000 Tickets wurden bisher für das Duell der Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse verkauft. Ein Novum für die zweite Liga. Ja, das ist generell, glaube ich, für den Eishockeysport ein großer Schritt. Ein weiterer großer Schritt. Die DEL hat ja schon mit zwei hervorragenden Spielen vorgelegt. Und ich glaube, jedes einzelne dieser Spiele sorgt dafür, dass die Eishockeysportart in aller Munde ist. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir als DEL2 hier nachlegen können und mit den Dresdner Eislöwen einen Standort gefunden haben, die sich das ganze Thema ja auf die Fahne geschrieben haben, super umgesetzt haben bisher und dementsprechend uns natürlich schon mithelfen, auch die DEL2 entsprechend positiv nach außen zu tragen, aber in erster Linie generell die Eishockeysportart positiv nach außen zu tragen. Wenige Tage vor dem Eishockeyspiel des Jahres laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Die Eisfläche ist bereits 4 cm dick, 10 sollen es am Spieltag sein. Auch das Plexiglas ist fast vollständig installiert, die Werbebanden werden errichtet. Das Spezielle an Dresden ist, dass es hier in der zweiten Liga funktioniert, dass man wirklich vor 30.000 Zuschauern Eishockey spielen kann. Das ist undenkbar weltweit, glaube ich. Und ganz besonders ist hier das Herzblut und die Motivation, wie die Leute hier aus Dresden da dabei sind bei dem Event. Dresden ist nach Nürnberg und Düsseldorf erst der dritte Standort in Deutschland, an dem ein Eishockeyspiel in einem Fußballstadion stattfindet. Jede Arena hat so ihre Eigenart, Dresden jedoch verspricht etwas ganz Besonderes. Also wenn man vergleicht, wir haben ja gemacht Nürnberg, Düsseldorf und jetzt hier. In Nürnberg war der Nachteil, dass man durch die Laufbahn außenrum noch viel weiter weg war wie hier in Dresden. Also hier ist man näher dran, auch noch ein Stück näher dran wie in Düsseldorf, weil es noch enger ist und die Tribünen noch steiler sind. Ab Donnerstag geht es für die Teams aufs Eis. Mindestens zweimal trainieren die Mannschaften in der Arena. Freiluftspiele sind für jeden Eishockey-Profi etwas ganz Besonderes. Das weiß auch Sven Felski. Der Rekordspieler der Eisbären Berlin wird beim Winterderby das Vorspiel als Schiedsrichter leiten. Ich glaube, es ist ganz gut immer, wenn man auf jeden Fall vorher trainieren kann. Also das, damit du die Eisqualität dann einfach kennenlernst. Und je nachdem, also kann sein, dass man dann vielleicht einen tieferen Schliff einfach nehmen muss. Aber im Endeffekt muss jeder das selber ausprobieren von den Jungs und das werden sie natürlich auch machen und demnach auch sich optimal vorbereiten. Das Winterderby in Dresden wird ein großes Event. 5 Stunden Sport und Show versprechen die Eislöwen. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit dem Spiel der Legenden. Das eigentliche Derby beginnt um 16.15 Uhr. Lediglich 1.500 Karten sind noch zu haben.